Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute wieder eine wunderschöne Kartenidee und diese Kartenidee kommt eigentlich aus dem neuen Katalog. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal auf Seite 115 im Jahreskatalog. Findet ihr diese Karte hier unten. Und diese Karte hat mich total begeistert. Ich finde die wunderschön und habe mir gedacht, die muss ich unbedingt nachbasteln. Und dazu habe ich mir das tolle Stempelset jetzt endlich gegönnt. Ich habe das schon so lange liebäugel ich mit dem und habe mir gedacht, nein, das brauchst du nicht und ich brauche es aber sehr dringend. Und ich habe jetzt diese Karte gebastelt. Entschuldigung, jetzt habe ich nur einen Stempel rausgenommen. Und meine Karte sieht so aus. Also die ist sehr, 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 sehr ähnlich. Aber ich habe noch ein paar kleine Feinheiten gemacht. Ich habe zum Beispiel die Blüten zweifarbig gestempelt. Und ich glaube das Gold, ja, so ähnlich. Ich habe es so ähnlich gemacht wie auf der Karte, aber sonst ist es wirklich sehr ähnlich. Ich habe auch einen bestickten Rahmen drum gemacht und so. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, wie ich die gemacht habe. Und innen ist sie auch zweifarbig bestempelt mit den Blüten. Das ist einfach so ein tolles Stempelset, wirklich. Genau, und heute zeige ich euch einfach, wie ich das gemacht habe. Und im Hintergrund hier seht ihr vielleicht auch noch das Band. Habe ich auch ein bisschen abgewandelt, so dass es mir, ja, einfach versucht, so das für mich so zu machen, wie es mir gefällt. Okay. Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt mal. Farbkarton habe ich endlich mal wieder Savanne als Grundkarte und Flüsterweiß als Deckfarben. Und die Materialien habe ich auch schon hier für euch. Und zwar habe ich die Grundkarte in Savanne, die hat das Maß 28 cm mal 10,5 cm und gefalzt ist es schon bei 14 cm. Und dann habe ich Flüsterweiß zweimal in dem Maß 13,5 mal 10 cm. Aber ich stanze mir das sowieso aus. Wenn ihr eine Big Shot habt, könnt ihr das super so machen. Wenn nicht, könnt ihr die Karte trotzdem nachbasteln, ist kein Problem. Dann müsst ihr das nicht stanzen, sondern könnt euch das einfach so ausschneiden, wie ich euch die Maße genannt habe. Und ansonsten stanzen wir uns das jetzt zusammen einmal aus. Genau, und mit dem fangen wir jetzt auch einfach gleich mal an. Ich nehme hier die bestickten Rechtecke. Die haben diese Bestellnummer. Und das allergrößte Rechteck nehme ich hier für die Karte. Genau. Ich habe auch noch ein Reststück in Flüsterweiß, das ihr auch noch braucht für den Spruch, also für den Congratulations-Spruch sozusagen, den Glückwunsch-Spruch. So, jetzt muss ich nur ganz kurz meinen kleinen Stempel, den ich jetzt noch gemerkt habe, dass ich den noch brauche, aufziehen. Genau, dass ich den nicht verliere. Und dann hole ich mir mal meine Stanzmaschine. So. Oh Gott, bei mir ist es schon wieder viel zu eng. Ich habe ja eigentlich ein großes Bastelzimmer, gell? Aber irgendwie ist es trotzdem viel zu eng. Und lege mir jetzt einmal mein flüsterweise Papier auf und mein großes Rechteck und stanze mir das jetzt einmal aus. Muss ich nur gucken, dass ich schön auf dem Papier bin. Und dann kurbel ich mir das jetzt einmal hier durch. Und eigentlich hätten wir uns jetzt den Spruch auch gleich mal aufstempeln können, dann hätten wir nämlich die Stanzmaschine nachher nicht nochmal gebraucht. Ich lege es jetzt mal nochmal kurz beiseite, aber wir brauchen sie nachher nochmal. Jetzt habt ihr hier diese tolle Umstickung. Wie gesagt, das muss man nicht machen, die Originalkarte hat es auch nicht, aber ich fand die sehr schön und das macht immer eine Karte noch ein bisschen edler, deswegen habe ich mir die noch rausgesucht. Und dann fangen wir jetzt gleich an mit dem Spruch. Ich nehme auch den gleichen Spruch wie auf der Karte. Also ihr habt hier auch schöne Geburtstagssprüche drauf. Und ich nehme jetzt a very big congratulations and the best wishes to you. Mein Englisch ist ganz toll, das habt ihr schon gemerkt. Das ist das Stempelset und sonst nehme ich auch noch diesen großen Stempel, diesen Stempel, die zwei Blätter und diese tollen Zweige hier. Ich finde das wunderschön. Und an Stempelfarben nehme ich mir jetzt einmal für den Spruch Savanne und stempel mir den jetzt einfach mal einmal ab. Und dann stempeln wir eigentlich auch gleich weiter. Dann nehme ich mir mein Schmierpapier und fange jetzt an mit diesem wirklich tollen Blütenmotiv. Und ich nehme jetzt als Farben hier einmal Kirschblüte. Und ich nehme noch eine zweite Farbe dazu und dann nehme ich jetzt eine alte Farbe.
Ich nehme jetzt hier, habe ich noch Rosenrot, aber ihr könntet zum Beispiel auch Kussrot verwenden. Kussrot ist da wirklich auch eine, sehr ähnlich zu diesem Rosenrot. Und dann nehme ich mir den großen Stempel von der Blüte und gehe mir da einfach einmal in diese Kirschblütenfarbe komplett einmal rein. Dann mache ich mal meinen Rosenrotstempel auf und nehme mir ein Schwämmchen. Kurz gucken, das hier. Und gehe mir mit diesem Fingerschwämmchen einmal in die Farbe ein und tupfe mir das dann so ganz leicht am Rand außenrum. Überall da, wo ich es haben will. Ich habe es jetzt eigentlich immer so auf die äußeren Bereiche verteilt, meine dunklere Farbe. Das fand ich schön. Aber ihr könntet es zum Beispiel auch nach innen machen, ganz wie euch das besser gefällt. Und dann stempel ich mir das hier. Ich will diesmal ein bisschen besser in die Mitte kommen. Ich stempel mir das jetzt mal hier so ab. Einmal ein bisschen draufdrücken und die Farbe schön einziehen lassen. Und dann hat man diesen wunderschönen zweifarbigen Effekt. Also das Stempelset an sich ist schon so schön. Und dann noch mit dieser zweifarbigen Kombination. Ich finde, das ist einfach nur wunderschön. Toll. Okay, dann nehme ich mir die Farbe nochmal auf. Wir brauchen ja zwei Abdrücke. Gehe wieder mit meinem Schwämmchen in meine Stempelfarbe rein. Und gehe nochmal außenrum. Und dann setze ich mir den zweiten Stempel noch so nach unten hier auf. Wirklich wieder nochmal gut aufdrücken. Und dann nehme ich mir als Stempelfarbe als erstes noch Himbeerrot. Und Savanne. Halt. Falsche Farbe, Sahara-Sand habe ich jetzt erwischt, Savanne wollte ich. Und mache mir jetzt erstmal meine Blüten, diese kleinen Punkteblüten. Ich weiß nicht, wie die Blume heißt, aber die finde ich auch sehr schön. Und gehe mir hier noch so ein bisschen an der Seite raus. Zwei Stück. Und hier unten auch zwei Stück. Auch so ein bisschen nach innen und außen versetzt vielleicht. Dann habe ich als nächstes eben die Savanne genommen und die Blätter, die da dabei sind. Und die stempel ich mir einmal vorher auf meinem Schmierpapier ab, dass die nicht ganz so stark sind, weil die Savanne doch irgendwie sehr. Das habe ich, glaube ich, erst aufgefüllt. Und gehe mir hier noch außen so ein bisschen rum. Ich habe da auch zwei verschiedene Blätter. Die nehme ich alle beide. Aber immer vorher abstempeln. So. Sieht jetzt schon total schön aus. Also ich finde die Karte toll, wirklich. Und dann ist unsere Vorderseite im Prinzip auch schon fertig vom Stempeln. Dann machen wir jetzt mit unserer Innenseite weiter. Dann nehme ich mir jetzt mein zweites Papier. Ich mache euch die Seite auch mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Hier unten zumindest seht ihr es. Und da habe ich mir jetzt diesen Zweig genommen und gehe hier auch wieder in dieses Kirschblüte. Mein Rosenrot habe ich schon aufgeräumt, das brauche ich nochmal schnell. Und auch hier mache ich es so, dass ich mir nochmal ein bisschen Stempelfarbe auftupse von dem dunkleren Farbton und mir hier noch so ein bisschen an der Seite wieder auf die Blüten gehe und mache mir dann hier nochmal schön hin. Und das gleiche ganz gleiche nochmal. Ich glaube, ich mache das hier oben hin, oder soll ich es anders machen? Ich glaube, ich lasse das mal so und mache den hier unten noch mal schöner. Wirklich gut draufdrücken, dass ihr den ganzen Stempel schön abdrückt. Ja, das ist besser. Okay, und dann sind wir mit der Stempelarbeit schon fast fertig. Was ich jetzt hier noch mache, sind einfach auch noch mal ein paar Blätter hier noch so schön außenrum verteilen. Auch wieder vorher einmal abstempeln. Dass das einfach noch so ein bisschen eingerahmt ist. Ich muss schon sagen, also bei mir ist das mit der Arbeitsfläche gar nicht so gut. Ich habe nämlich hier bei meiner grauen Platte habe ich leider eine Welle drinnen. Ich habe die nämlich in die Sonne gelegt mal
Und das hat dir nicht so gut getan. Und jetzt habe ich hier immer so einen Hückel hier an der Seite. Und dann kann es passieren, dass ich manchmal die Farbe nicht ganz wegkriege hier auf meinem zweiten Stempelabdruck. Deswegen ist jetzt hier ein bisschen dunkler geworden. Aber an sich macht das gar nichts. Das sieht immer noch total schön aus. Und auch eigentlich gesagt wie gewollt, weil das einfach hier so komplett so im Aquarellstil ein bisschen gehalten ist. Super, dann haben wir gestempelt. Ich putze ein bisschen meine Stempelräume auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe ein bisschen aufgeräumt und was ich noch gemacht habe, ist, dass ich mir gleich noch eine Form ausgestanzt habe. Und zwar ist es aus dem Etiketten mit Stiel Stanzformen. Diese wunderschöne Form, die so ganz leicht, ich hoffe, ihr kennt das in der Kamera, jetzt sieht man das ganz gut, die hat hier so eine Umrandung, so leicht eingeprägte Umrandung und die sieht sehr, sehr edel aus und die passt natürlich perfekt zu dem Spruch und hier schön drüber. Das muss natürlich eine Stanzform sein oder sowas, wo da gut drüber passt. Wenn ihr keine Birkstadt habt, könntet ihr euch auch einfach den Spruch ausschneiden mit einem Papier von ungefähr 7 x 3 oder 3,5 cm. Könnt euch das als Viereck einfach da drauf setzen. Ihr müsst halt nur irgendwas haben, was hier so ein bisschen in der Mitte ist über diese Blumen, damit sich das so ein bisschen voneinander trennt. Aber dann könnt ihr das natürlich auch ohne Big Shot basteln, gar kein Problem. Genau, und jetzt bauen wir uns die Karte eigentlich schon zusammen. Was ich jetzt benutze, ist einmal das wellenförmige Spitzenband mit dieser Nummer. Da schneide ich mir einfach ein Stück ab. Das ist so ein ganz, ganz tolles Band. Habe ich auch schon super für meine Vintage-Karte verwendet. Die kann ich euch jetzt mal rechts oben einblenden hier. Entschuldigung, hier oben. Das Band ist einfach mega dafür. Das war jetzt ein bisschen zu lang. Mal so. Na? Genau. Also da könnt ihr super Vintage-Karten basteln damit. Das mache ich einfach ein bisschen länger, als das Etikett ist, so nach Gefühl. Ist mir eigentlich immer noch ein bisschen zu lang, dann mache ich es nochmal ein bisschen kürzer. Soll dann nur an der Ecke rausspitzeln, so ganz fein. Im Katalog war das ein bisschen dunkler, das Band, aber ich finde, so ist das ganz schön, so hell und zart. Das klebe ich mir jetzt eigentlich auch gleich mal auf mit einem Abreißklebeband. Wo ist es? Hier. Und klebe ich mir jetzt hier zuerst das Abreißklebeband hin und dann setze ich da mein Band so drüber. Also der Kleber geht jetzt auch nicht komplett durch das ganze Band, aber das hebt trotzdem ganz gut, weil man ja hier das Etikett dann auch noch drüber macht und so. Genau, so sieht das ganz hübsch aus. Und was ich dann noch benutzt habe, also jetzt nehme ich erstmal noch Dimensionals und klebe mir das hier hinten drauf. Schneide ich mir auch ganz gerne immer noch die Randstücke zu, wenn ich da noch was habe. Die kann man super verwenden. So, genau. Und was ich dann noch verwendet habe, das ist dieses tolle Spezialpapier, ewiges Gold nennt sich das Ganze. Da habt ihr ganz, ganz tolle Papiere drinnen. Das mal vorsichtig aus. Und da gibt es eben auch diese Zweige. Hier unten seht ihr das. Also ihr habt da solche Komplettpapiere. Ich nehme mal die Folie weg. Die ihr komplett unter eine Karte auflegen könnt. Das sind jetzt auf dem Fall auf dieser Seite 6 Stück drauf. Und ihr habt auch noch so einzelne Teile, wo man verschiedene Zweige ausstanzen kann. Oder rausnehmen kann. Die sind also schon vorgestanzt. Und da habe ich hier unten diesen Zweig genommen. Den fand ich schön. Ich zeige euch den gleich nach. Ich muss mir den nur kurz aus dem Papier rauslösen, ganz vorsichtig, weil das sind natürlich ganz filigrane Teile. Seht ihr den Zweig? Mega schön. Ihr braucht auch hier eben wie gesagt, keine Big Shot dann dafür, sondern könnt das einfach mit dem machen. Lege ich mir nochmal auf die Seite. Und den habe ich mir einfach in der Mitte auseinandergeschnitten und dann noch in den Hintergrund gemacht. So. Das klebe ich mir jetzt einfach mit Mini-Klebepunkten an. Und ich habe gemerkt, automatisch klebe ich mir die immer auf die Vorderseite und setze mir das dann hinter das Etikett. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das so tue ich mir da einfach leichter. Keine Ahnung warum. Ich glaube, die meisten würden es eigentlich auf die Unterseite kleben, aber ich klebe es eigentlich immer auf die Oberseite. Oh nein, ich habe mir den Zweig abgerissen, weil ich wieder gequatscht habe. Aber es geht noch, die können wir trotzdem noch verwenden. Schade.
muss mich konzentrieren mal kurz beim Abnehmen, genau so, Abnehmen von dem Zweig. Und genau, der kommt dann hier unten noch so raus. Ja, das geht schon noch. Alles gut. Ha, ist schön. Also einfach toll. Diese Stempel sind so schön. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht zu sehr. Ich nehme jetzt hier den Flüssigkleber und klebe mir das auf der Rückseite noch einfach an und kann mir das dann gleich auf meine Kartenfront kleben. So. Und meine Innenseite kann ich auch gleich aufbringen. Ich finde es immer sehr schön in Karten, wenn die einfach nochmal ein bisschen so die Vorderseite aufnehmen mit den Farben und auch noch ein bisschen bestempelt sind. Das ist immer sehr edel. Und als allerletztes habe ich da noch ein paar Glitzis aufgebracht und zwar aus meinen verzitierten Glitzersteinen Echte Eleganz. Die finde ich so schön, die sind so toll. Und dann nehme ich mir diese, da gibt es so schimmerige und da gibt es auch welche, die sind so durchsichtig. Und die fand ich passen da jetzt ganz, ganz schlicht, aber nochmal ganz fein und elegant schön auf die Karte. Hier unten zwei und noch ein kleines hier oben hin. So ist das einfach mega schön. Und schon ist sie fertig, meine Karte. Also ganz einfach, wie gesagt, ihr könnt die ruhig auch machen, wenn ihr nicht keine Big Shot habt, dann halt ein bisschen anders, ein bisschen abgewandelt, aber trotzdem mit viel Stempelarbeit. Es macht einfach Spaß auch zu stempeln. Wer möchte, kann jetzt einfach auch noch ein bisschen mit einem Wink of Stella oder so drüber gehen und noch ein paar Stellen ein bisschen beglitzern. Bei mir ist hier der Stempel nicht ganz angegangen. Ich mache hier unten noch ein bisschen Glitzer drauf. Aber das merkt man gar nicht so richtig, weil einfach die Blüten schon in diesem tollen Aquarell-Style sind. Die sind einfach schön. Nochmal so ein bisschen ganz feines Glitzer oben drüber und gut ist. So eine schöne Karte. Also ihr Lieben, eine Kataloginspiration dieses Mal von mir. Ich habe euch schon ein anderes Video gezeigt, da haben wir, ich habe es gerade noch da, weil ich es gerade vorher aufgenommen habe. Kann ich euch mal kurz zeigen, auch eigentlich auch ein bisschen eine Kataloginspiration. Diese Karte war es, die Kataloginspiration. Und die Karte haben wir dann daraus gebastelt. Wenn ihr dieses Video sehen wollt, könnt ihr hier oben mal gucken. Das ist einfach so eine Gutscheinkarte oder eine Geburtstagskarte. Hier habe ich eine Gutscheinkarte draus gemacht für Mann und Frau. Und genau. Also das war auch so ein bisschen eine Kataloginspiration. Und diese Karte hier, die habe ich sofort gesehen und sofort wollte ich die nachbasteln. Kann man ruhig gerne mal durchblättern im Katalog, was einem alles so entgegenspringt und wie man das am besten umsetzen kann. Es muss immer nicht eins zu eins sein, aber es kann auch, ja, kann auch mal ähnlich sein, so wie jetzt bei der Karte und vielleicht mit einem kleinen Kniff noch oder so. Oder einfach mal nur nachbasteln, das ist einfach auch mal schön. So, ihr Lieben, vielleicht nehme ich dieses Video in meine Reihe einfach elegant auf, weil man das ja eigentlich auch ohne Big Shot machen kann und weil es ja eigentlich sehr einfach gehalten ist. Mal gucken, in welcher Reihe das erscheint. Jedenfalls wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich zoome euch ein bisschen näher ran, nochmal kurz, so. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ein lila den Daumen hoch am besten, Stempelfarbe dran. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt auf die kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!